So, ein herzliches Hallo und willkommen zurück. Nächste Folge Anno 1800. Letzte Staffel. Hoffentlich. Events gibt's nicht. So, ich muss mal wieder ein bisschen reinfuchsen. Ist ein paar Tage her, dass ich das für neue Befehle letzte Mal hier war. Aber ich sehe, wir haben noch zwei Missionen, die aber hoffentlich jetzt abgearbeitet werden. Und wir können uns mal ein bisschen umgucken. So, was wollte ich denn eigentlich machen? Hallo? Ach so. Das hier ist meine Insel. Ha! Witzig. Was ist denn eigentlich los? Ach so, ich bin mit dem befreundet, ne? Also, nicht befreundet, sondern im Waffenstillstand. So, Arbeit haben wir genug. Meine, die Handwerker mein hier. Leben ist halb gelebt. Okay, ja. Sitzen Sie da nicht rum, geben Sie schon. Mit welcher Entschlossenheit Sie die Dinge anpacken. So, haben wir erledigt. Du bist mein Schoner. Was mache ich mit dich denn? Segel setzen! Dann kannst du erstmal nach Hause kommen. So, also, wir müssen auf Eisen gehen. Fenster produzieren wir, glaube ich, irgendwo hier hinten. Oh, eine Inspektion. Genau. Ich wusste gleich, dir kann ich trauen. Da können wir das nochmal bauen. Oh, jetzt fehlt es an Handwerkern. Können wir aber upgraden. Gut, wir werden erstmal hier den restlichen Mist aufdecken. Koordinaten gesetzt. So, und nur ein paar Wellen entfernt. So, dann haben wir nämlich erstmal alles außenrum. Und unser Flaggschiff ist ja sowieso gerade hier hinten. Koordinaten eingezeichnet. Das müssen wir noch freischalten. Ist das hier noch was? Ne, das ist eine Insel. Segel! So, und dann machen wir das hier. Obwohl wir auch schon wieder Missionen haben, ne? Ich kann dir nur den Zahnschlüssel reichen. Den entscheidenden Ruck musst du dir selbst geben. Alter, von 19.000. Okay, das ist natürlich krass. Segeln Sie zum Anfang. Koordinaten eingezeichnet. Geh da raus und tu es. Sei impulsiv. Liefere Puerto Americana. Ah. Koordinaten gesetzt. Ach, ich war noch gar nicht am Ende. Gott. Ja. Gut, dann müssen wir das erstmal machen. So, ich weiß, ich wollte hier, glaube ich. Okay, hier brennt es erstmal. Hier wollte ich jetzt auch auf Eisen gehen, ne? Wobei ich sehe, dass Eisen hier produziert wird. Ach, hier hinten. Sehr gut. Wie sieht es denn hier eigentlich aus mit der Bevölkerung? Das haben wir uns verdient. Seife fehlt. Hier fehlt es aber auch massiv an Arbeitern generell. So, vielleicht nochmal ein bisschen was setzen. Nochmal ein, zwei Reihen. So, S für Straße. Gut, so, dann könnt ihr euch erstmal ein bisschen aufleveln. Oh, falsche Tasten gedrückt. Hier müssen wir ein bisschen aufleveln. Die Flammen sind außer Kontrolle. Reicht das schon? Nee. Was ist denn hier eigentlich los? So, wir mobilisieren mal ein bisschen. Also, ist auch noch alles eigentlich im Rahmen oder im Radius. Habe ich einen Besucherhafen schon gebaut? Nee. Aber ist doch jetzt möglich, ne? Ja.
Speicherstadt läutet neue Ära ein. Thomas Greville legt den Grundstein für eine Revolution in der Hafenlogistik. Die Pläne der neuen Speicherstadt lassen höchst effiziente Abläufe erahnen, die dem weltumspannenden Handel zu neuen Höhen verhelfen könnten. Es geht um ein ganz neues Geschäftsfeld. Ich erkläre Ihnen jetzt mal, wie man Handelsverträge schließt und wie Sie Ihre Speicherstadt ausbauen können. Wie Sie Ihre Speicherstadt ausbauen können. Okay, Captain Morris sieht ein bisschen anders aus als da oben. Also, wir sollen jetzt eine Speicherstadt bauen. Genau, kann nur einmal pro Insel. Oh, einen Besucherhafen kann ich sogar setzen. Erstmal ganz kurz. Erretten Sie mich aus dieser ein Opfer meiner eigenen Zufriedenheit. Ich fürchte, ich werde noch anspruchsvoll. Ja, 7 Tonnen Segel haben wir natürlich schon. Sie entzünden die... Mir ist schwindelig vor lauter Dankbarkeit. Arbeitskräfte erforderlich minus 30%. Das ist sehr gut. So, jetzt ist die Frage, wo baue ich die... den Besucherhafen hin? Den hier? Du bist etwas Besonderes. Flaggschiff steht zu Diensten. Oh Gott, jetzt muss ich auch noch. Sorry, jetzt habe ich keine Zeit. Ich muss mich immer in diesem Umkreis jetzt bewegen, ja. Bruder! Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Wo denn? Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Bereit für neue Befehle. So, komm, unauffällig. Ja, da muss ich dann nochmal gucken, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Segel! So, jetzt mal hier volle Geschwindigkeit kurz. Weil mir das sonst zu lange dauert. Wir wollen alle einen Anteil haben. Was ist falsch daran? Bruder! Teile meiner Insel gekauft? Okay, sorry, das muss ich ganz kurz unterbinden. Ach, du bist doch... Ach, der muss eh hier hin. Oh Gott. Ja gut, na dann passt das ja. Seit wann gibt es denn eigentlich diese... ganz kleine... Geschwindigkeit? Du bist zurück. Ich ziehe den Hut. Flotte Segel in Formation. Scheiße, komm, 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 mach hinne, mach hinne. Bereit für neue Befehle. So, Gott. Flotte geht auf Fahrt. Aber wo fährst du denn hin? Laufen Koordinaten an. Ich bin ja schon fast am Ende der Karte. Flotte segelt in Formation. Flotte geht auf Fahrt. Vor allem wie unauffällig. Ich finde, ich bin überhaupt nicht unauffällig, aber okay. So, der will bestimmt dahin. So, jetzt soll ich ein Foto machen? Okay. Und das war's, ja? Mach es auf deine Weise. Ja. Nein, wirklich. Du allein entscheidest.
Zerstörungsaufgabe, Alter, für 27.000. Flotte legt ab. Das Volk liebt diejenigen, die sich unabdinglich machen. Oh, einer ist sogar schon im Eimer. Cool. Flotte zum Angriff. Das war mir nicht bewusst. Oh, jetzt muss ich diese blöden Missionen erstmal machen. Ach, das ist doch kacke. So, ganz kurz. Haben wir denn eigentlich die Möglichkeit, eine Fregatte zu bauen? Ja. Dann mache ich mir mal eine Fregatte, mit der ich dann auf Expedition gehen kann. Oh, mir fehlen Arbeiter. Kann ich hier nicht noch welche machen? Ja. So, dann haben wir erstmal wieder genug. Sind denn hier alle Häuser wieder repariert? Ja. Hier können wir nochmal ein bisschen upgraden. So, dann könnt ihr euch erstmal wieder ein bisschen erholen. Ja, Expedition. Genau. Die Dinger haben wir zurückgekauft. Was ist denn hier los? Irgendwo ist eine Mission. Da. Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Ich brauche Hilfe bei einigen kleinen Problemen. So, Ehemann und... Ach, hier. Zack. Ich wünschte, ich könnte Ihre Güte mit einer ganz... Rindfleisch. Okay. Liefern Sie. Lotte unterwegs. Okay, ich hab's nicht zerstört. Es war irgendjemand anders. Lotte legt ab. Gut, dann können wir uns jetzt auf den Rest konzentrieren. Sehr schön. So, und das muss dann hier nach Hause gebracht werden. Gut. So. Dann gehen wir auf die nächsten Sachen. Also, wir müssen das hier herstellen. Ja, aber davon abgesehen, dass uns Arbeiter fehlen. Wir müssen Rinderfarmen produzieren. Rindfleisch produzieren. Ah. Stimmt, das habe ich hier hinten, glaube ich, schon angebaut, ne? Oder wollte ich es anbauen? Ich wollte es anbauen und dafür habe ich auch den Schoner gebaut. Stimmt. Gut, so, dann müssen wir uns mal überlegen. Also, ich brauche, sagen wir mal, 2. Das heißt, ich brauche... Wobei, ich mache 3, dann brauche ich 4 und 4. Okay, 4-mal Rindfleisch, 4-mal Paprika. Können wir hier oben reinsetzen. Wie geht's? Warum habe ich hier eine Mühle gebaut, ohne dass ich ein einziges... Ach, das sind... Ja. Nee, alles gut. Das ist eine Mühle. Ich bin blöd. So. Dann also 4 Rinderfarmen. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie groß die sein müssen. Da sind Schlaglöcher, passt also auf. Habe ich das eigentlich so gebaut? Nutzen Sie es weise. So, 1. Nur eine kleine Aufmerksamkeit. Alter, wieso schenkt ihr mir denn jetzt alle Sachen? Hört mal auf. So, wir machen erstmal die Rinderfarm weiter. Obwohl, kann ich hier noch eine Paprika-Dings bauen? Kann ich einfach mal alles zukleistern? Naja, 101. Ist okay. Ist nicht ganz produktiv, aber passt schon. So. Das ist Nummer 2. 2.
2. Ah, ärgerlich. Ach, Kacke, das geht gar nicht. Wie habe ich denn das gebaut? Soll ich mal ganz kurz das eine hier abreißen? Und hier bitte noch das eine Feld dahin. So. Paprika. Und sagen wir hier nochmal einmal Paprika. Oh. Gut, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, das Ding müssen wir unbedingt upgraden. Und dann haben wir Fleisch und Paprika. So, dann... Ich bin zuversichtlich, dass wir... Oh ja, sehr gute. Naja gut, Stadt wird hässlicher, aber ist egal. Ja. Vom Stapel gelaufen. So, Handelsroute. The first one. Von hier nach da. Mit Fleisch und Paprika. Abladen. Rindfleisch Grey mit. Paprika. Ah. Rindfleisch. Paprika von Grey nach mit. So, ein bisschen abgekürzt alles, aber passt schon. Genau. So. Kommen Sie mir bloß nicht mit Schiffen. Wo seid ihr denn eigentlich? Lotte unterwegs. Sag mal, warum seid ihr noch nicht losgefahren? Gut, geht nach Hause. Sie segeln, wohin Sie? Die Plente oder Pilleente. So, Land der Löwen. Oh Gott. Oder Expedition in die neue Welt. Ei, nur fair. Ja, nur fair. So, wir nehmen mit Kampfgeschick. Kampfkraft. 10-mal Rindfleisch. 10-mal Bier. Also 20-mal Rindfleisch. Aber wir können auch 10-mal mitnehmen, ist egal. Was geschieht, ist für Landratten. Mein Revier ist die hohe See. So. Sie bringt mir Navigation, Kampf und Geschick. Scheiße, kann sie nicht unten rein? Ah, ich kann unten wieder nichts reinpacken, ne? Ah ja, scheiße. Ich brauche trotzdem irgendwas mit Geschick. Ah, wunderbar. So, 30 mal davon. Ja, komm, Expedition starten. Wir nehmen nicht viel mit, aber sollte auch nicht ausreichen. Das zufriedene Lächeln am Ende wiegt alle Unannehmlichkeiten auf, nicht wahr? Nicht wahr? Ganz genau. So, Diplomacy. Ich kann mit dir keine Allianz machen, ne? Nap. Riskiere nichts. Okay. Was ist mit dir ein Handelsrechte? Unwahrscheinlich. Mhm. Ich könnte für dich aber noch Missionen machen. Mal sehen, ob sie ihren Grundsätzen treu bleiben. Kämpfen sie notfalls dafür. Bretter und Stahl. Laufen Koordinaten an. So, du machst bitte jetzt trotzdem erstmal die Ecken. Bevor die... Ach Mann. Bevor die Piraten hier wieder feindlich werden. Segel!
So. Du fährst mal bitte auch an den Hafen richtig ran. Warum steht ihr denn hier eigentlich die ganze Zeit blöd rum? So, Handelspreise minus. Naja, gut, okay. So, jeweils ein und so. Wow, ich bin richtig verwirrt. So, Bretter, Stahl. Träger, nicht Stahl. Bruder! Und los geht's. Sehr gut, du handelst. Was hast du? Wenn sie sich jetzt dran halten, nicht nee. Doch. Verschwenden sie nicht anderer Leuts Zeit. Braucher nicht. So, jetzt muss ich aus den Sachen Jullasch machen. Fuck, Alter, ich muss 4 so eine Dinger setzen. Und einer kostet mich schon mal 75 Handwerker. Scheiße, Alter. Alter, meine Stadt muss viel, viel größer werden. Das bringt mir da nicht so ein Käfig oder zumindest aus Messing. Naja, 4 Handwerker. Ist okay. Ah, Gott, wo baue ich denn das hin? Sie haben da etwas für mich, nicht wahr? Ja. Ihre Arbeit hat sich ausgezahlt, so wie sie es immer tut. Sind unterwegs! Ist die Expedition eigentlich schon los? Nee, ne? Die, da ist er. Ein Schiff erster Klasse. Ja. 164.000. Ich könnte natürlich auch langsam mal darauf gehen, mir neue Sachen zu kaufen. Also Menschen und so weiter. Für nämlich diese ganzen Expeditionen. So, ganz kurz, ein Schoner. Ich besorge mir gleich nochmal einen neuen. Wieso habe ich denn jetzt zu wenig Arbeiter? Ey, es mangelt doch nicht an irgendwelchen Sachen, oder? Nee. Mangelt es denn jetzt gerade an Arbeitern? Ich weiß nicht, über was ich mich. Okay, verstehe ich gerade nicht. In Treu und Glauben. Nicht Angriffspakt, Bezahlung. 33.000. Scheiße, ja, mache ich. Von mir aus. Bis ans Ende der Welt. So, dann viel Glück bei der Expedition. Ist ja nichts Aufregendes mehr. Ich drück dir beide Daumen. Danke, Bente. Ja, ist, wie gesagt, nichts Aufregendes mehr für uns. Oder für mich. Schon etliche Male gemacht. Oh, so rum. Oh, passt da nicht perfekt noch ein Haus hin? Super. Gut, dann gehen wir nochmal die Statistiken durch. Also. Produktion, das hier. Plus, plus. Ganz minimal plus. Wurst machen wir zu wenig, Brot machen wir zu wenig. Bier machen wir zu wenig. Wurst, Brot, Bier. Alles klar. Oh Gott. Das ist Seife. Das hier müsste Bier sein, richtig? Okay, das ist Brot. Okay, müssen wir nochmal eine Reihe setzen. Setzen wir jetzt einfach mal hier hin. Ah, ich wollte hier eigentlich noch Eisen und sowas machen. Egal. Scheißen wir erstmal drauf. Und nochmal 4.
Perfekt. Eine Mühle. Ich weiß aber nicht, wie richtig rum ist. Egal. So, und noch zweimal Brot. Versteck die Flasche. So rum ist er richtig. So, Brot erledigt. Wurst. Wo ist Wurst? Das müsste Seife sein. Da ist Eisen. Das ist Seife, oder? Ja. Hä? Schiff vom Stapel gelaufen. Das Bier? Trinken wir auf blühende Handelsbeziehungen. Ja, von 9000 Freier Handel bringt uns... Ich wusste gleich, dir kann ich trauen. Ja, nehm mal ernsthaft, wo ist denn... Wo ist denn die Wurstproduktion? Ach, die ist da mit dabei. Oh Gott. So, wie viel produziere ich denn? Weil ich sehe ja, ich habe hier auch... noch ein bisschen Weizen über... Ich meine, ist ja egal, ich kann ja trotzdem noch mal einmal. Was ist das hier eigentlich? Oh, Produktivität hoch. Sag mal, das müsste doch locker ausreichen, oder? Also ich produziere. Ja, okay, davon zu wenig. Aber Schweine produziere ich 7. Also kann ich auch einfach nur eine Fleischerei bauen. Und bin fertig. Rechts. Ja. So, dann müsste das eigentlich passen. Dann produzieren wir jetzt eigentlich wieder genug. Scheiße, ich muss unbedingt diese Lagerhäuser erweitern. Oder ich baue noch ein weiteres. Wahrscheinlich die einfachere Variante. Dann können wir noch einmal Getreide setzen. Wir kümmern uns hier um alles. Achso, nee, da müsste ich vielleicht frei halten. Damit der eine Weg oder damit der Weg noch weiter kann. Ich weiß gar nicht, wo es hier hingeht. Ach, in eine Walachei, okay. So, ich kann natürlich auch einfach hier am Berg mal lang gehen. Hier kann ich mal so einen Stichweg einfach durchsetzen. Oh Gott, ich werde angegriffen? Ne, es brennt, ne? Ja. Okay, so. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wie gesagt, das Einzige, was jetzt noch fehlte, war... Der Falke ist bereit. Nur ein paar Wellen entfernt. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist Bier. Okay, da brennt's, aber das ist nicht so wild.
So, jetzt müsste das wieder passen, ne? 2, 1. Hier wird's weniger, super. Jawohl. Ja, Bier ist... Oh, aber minimal zu wenig. Also, Weizen produzieren wir eigentlich mehr als genug. Müsste auch fast voll sein. Hopfen produziere ich auch zu viel. Okay. Ja, Weizen ist randvoll. Achso, wir können unser Konto mal erweitern. Und wir müssten vielleicht bald mal auf unsere Handelsgüter achten. Also Wurst, ehrlich gesagt, würde ich nicht gern verkaufen. Segel können wir immer weiter verkaufen, das ist gut. Klamotten? Ja, das kommt jetzt langsam wieder, richtig. Achso, ich wollte ja immer noch diese Gulasch-Dinger machen. Oh Gott. Ich mache jetzt mal Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder. Zur nächsten Folge. Und ja, dann gucke ich mal. So mutig und so viele Leben gerettet. Wie wir das Ganze hier am blödesten angehen. Ist hier schon was passiert eigentlich? Nee. Tagopsi auch gerade mal 9. Das ist übersichtlich. Gut. Muss unbedingt hier Sachen erweitern. Oh Gott, das kostet. Ich meine, aber wir haben ja einen guten... Das muss ich unbedingt erweitern schon mal. Das hier auch. Das kostet zwar alles Geld, obwohl die Bilanz gut ist. Das passt also. Hier können wir auch mal erweitern. Kommen wir hoffentlich ein bisschen hinterher. Gut, so, Feierabend, bis morgen. Tschüss.